Moierlei alle Goeten, mein Numm ass Jérôme Lulling, an lo léiere ma e bësse Lëtzebuergesch. An haut mache ma eng Übung op der Internetseite exercice.lu, an zwar an der Rubrik Quiz, Froh an Antwort. Wie gut kennst du den Lionel Messi? Dat hu mer schon gemacht. Wie gut kennst du den Tom Holland? An der Mensch bist du mir groß. Also Vokabeltrainer. Füllt den Text, wann ich klifft, aus. Nach mir groß, dass wir alles gut gelesen kriegen. So. Weini aus den Tom Holland geboren, konnte es geliehen. Hier ist der 1. Juni 1996 geboren, hier ist der 12. April 1982 geboren, hier ist der 12. Dezember 2103 geboren. Also das ist sicher nicht der Fall, weil im Moment ist 2021 und das wäre ja an der Zukunft. Vielleicht kennt ihr den Tom Holland nicht oder Holland, da muss da für dich mal nach die anderen Frauen denke gucken, da sind wir. Wichtig, dass ihr sich frohen Alenke anguckt. Heinz, du hast schon eine Antwort an einen Froh. Also, ich tippe mal, hin ist auch nicht 1982 geboren, mehr hin aus den 1. Juni 1996 geboren. Je devine, I take a guess. Dann Nummer 2. Wo ist hier geboren? Hier ist zu Lissabon nach Portugal auf Welt kommen, hier ist zu London an England auf Welt kommen, hier ist zu Peking zu Lützburg auf Welt kommen. Tom Holland, das ist, ging ich so in echter England. Hier ist zu London, das ist die Stadt, an England, das ist das Land. So. Wie hieß dem Tom Holland sein Pop? Dem Tom sei Pop ist Dieter, dem Tom sei Pop ist Dominique und dem Tom sei Pop ist Juliette. Also ich ging so, dass wir dem Tom sei Pop ist Dominique. So. Und dann Nummer 4. Was für ein Beruf hat den Tom? Den Tom als Filmschauspieler, den Tom als Funktionär beim Staat, den Tom als Student. Den Tom aus alle Filmschauspieler. Aus den Tom bestört, den Tom aus bestört, den Tom aus gescheht, den Tom aus nach nicht bestört. Wenn ihr aus der Geburt 96, nicht lo, wie viel Jahre heute lo? 25 Jahre, alle. Noch nicht bestört. Pas encore marié. Wie hieß dem Tom sing berühmste Filmrolle? Berühmst, der plus connu, the most famous. Dem Tom sing berühmste Filmrolle hieß Batman. Dem Tom sing berühmste Filmrolle hieß Spider-Man. Dem Tom sing berühmste Filmrolle hieß Terminator. Boah, Terminator, meine ich nicht. Batman auch nicht. Da bleibt noch das Spider-Man. Nummer 7. Wann kommt der Film Spider-Man Homecoming raus? Dieser Film kommt 2009 raus. Dieser Film kommt den 28. Juni 2017 raus. Dieser Film kommt den 29. April 2002 raus. 2002, dann in der 96. Geburt, 96, dann hätte 6 Jahre gehabt. 2009, dann hätten 13 Jahre gehabt. Ich meine 2017. Also aber auch schon 4 Jahre hier. Und da habe ich auch den Artikel am Wikipedia, Tom Holland an Spider-Man Homecoming am englischen Wikipedia. Gucken wir aber für dich, ob ich alles richtig ausgefüllt habe. Manche bisschen mit Klang. So, noch mit Klang. So. Ein Rätselblöde Knäppchen, Abracadabra, Simsalabim, Hokuspokus, 1, 2, 3. Genial! Alles richtig. Voilà. Wen ist dann lo den Tom Holland? Da gucken wir mal. Hi. Ja, dann ist den Tom Holland. Und da sieht er schon am Spider-Man-Kostüm.
Voilà, das ist der Pop, den Dominik, und seine Mom, die heißt Nicola. Und den anderen Artikel, das ist der Spider-Man Homecoming, das ist aber auf Englisch, ja, das ist der Poster vom Spider-Man, das ist ein Iron Man, und das ist ein Tom. Maja, da wünschen wir dem jungen Mann noch viel Succes an seiner Karriere. Und das ist der Stan Lee. Ja, leider auch schon tot. Und der Steve Ditko ist auch schon tot. Die haben den Spider-Man erfunden. Die invented Spider-Man. Ja, einfach die. Und das war es auch schon jetzt. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf meiner Internetseite exercice.lu. Theorie dazu fand ihr auf grammar.lu. Der fand mich auch auf Facebook und auf YouTube. Und danach die Bücher, mit denen ich die Sendungen immer präparieren, Verbentabellen auf Lützebäuerisch an 170 Witze auf Lützebäuerisch. Vielmals merci für eure Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.